mag ja diese Dinger hier. Gut. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Kampfkunst Lifestyle. Und heute ein neues Video mit Nico. Ihr seht schon hier am Start. Und zwar geht es darum, dass wir heute mal einen Sidekick machen. Wie effektiv ist der Sidekick? Kann ich ihn nutzen in der Selbstverteidigung? Und ja, das kann ich, aber alles das nach dem... Genau. Der fangen wir mal direkt an. Mit Nico ist natürlich alles Spaß, das weiß er auch, ja. Ich meine, er ist hier ein Jungspund, ne? Gerade mal noch ganz nochmal 120, da darf man noch mal ein bisschen Spaß machen. So, aber wir fangen direkt damit an. Und zwar seht ihr jetzt einen Schutz hier. Und zwar, wir machen jetzt von hier aus einen Sidekick und kann ich ihn nutzen für die Selbstverteidigung? Ja, das kann ich. Und zwar gibt es auch gleich einen Ausschnitt, den ich euch mal zeige. Ohne Weste ist das Ganze nicht mehr so schön, denn dann, wenn wir richtig treffen und auch Druck reinsetzen, kann sich mal eben ganz schnell eine Rippe brechen. Das heißt, das geht ganz schnell, ja. Gerade wenn wir uns vorstellen, da kommt ein Schlag, mach mal langsam Slow Motion und ich jetzt diese Lücke hier nutze beim Tritt, vielleicht mich noch mit dem Schulterroll, während ich mein Kinn schütze, natürlich diese Lücke nutze, um da hineinzukommen. Da passiert es mal ganz schnell, dass da eben ganz schnell was wegknackt. Deswegen, wenn ihr solche Übungen macht bei euch im Gym oder bei euch beim Training, immer Westen anziehen, nicht ohne Schutz arbeiten, ganz wichtig, ja? So, und zwar hier einmal ganz kurz gesehen, was machen wir hier? Ich sehe, er will schlagen, kann ein Jab sein, kann danach ein Cross sein, Jab, Cross, Wupp, Wupp oder ein Jab, Hook, genau, Wupp, mach nochmal ein Jab, Hook, genau, Jab, Hook, genau, kann alles Mögliche sein. Ich kann mich hier eigentlich super mit einem Schulterroll rausdrehen und die Lücke nutzen. Was ich dabei tue, ist ein Switch. Ja, ich mache keinen Step. Das heißt, ich werde nicht hier ran steppen, um dann zu treten, sondern ich switche und das machen wir folgendermaßen. Seht ihr, ich komme hier so rein. Okay, ich bin hier, ich sehe, er will mich schlagen, wupp, nutz dann die Reichweite. Ganz wichtig bei der ganzen Geschichte ist es, nehmt das Knie hoch beim Sidekick. Ja, lasst es nicht unten. Wir natürlich bei uns im SWS machen selten solche Verteidigungsmöglichkeiten und wir sind eigentlich so, wenn da ein Tritt kommt, dann gehe ich eher aufs Knie, ja? Aber ich wurde oft gefragt, kann man den auch an die Rippen machen? Ja, natürlich, selbstverständlich. Wer gut kicken kann und wer schafft, kann natürlich hier arbeiten, könnte auch, wenn ein Schlag kommt, einen Pack machen, dann die Fläche hier wieder nutzen, ja, um reinzutreten. Aber wichtig ist es, drückt euch raus, dreht das Standbein mit und nutzt die Möglichkeit, okay? Das Ganze nochmal, Schlag kommt, ich gehe raus. Gut, hier kann man ein sehr schönes Beispiel trainieren, aber erstmal zeige ich euch, wie das Ganze aussehen kann. Hier ist mal ein Beispiel gewesen von jemandem, der sich mal ein bisschen ausprobieren wollte bei mir. Der hat nämlich da ein bisschen Boxen gemacht und wollte einfach mal so ein leichtes Sparring machen. Ja, und der hat nicht damit gerechnet, dass da ein Bein so schnell beim eigenen Schlag rausschießen kann, aber das seht ihr jetzt. Wie man das Ganze super üben kann, ist folgendes, ja? Er steht hier und ich bin einfach bereit. Und irgendwann, er braucht noch gar nicht die Deckung jetzt nehmen, er braucht gar nicht schlagen, er kann einfach hier ganz normal stehen. Ich will einfach nur ein Reaktionstraining hier trainieren. Und das tue ich am besten, indem er einfach in meine Kicking Range kommt. Sobald ich merke, er kommt mir nah, kommt mein Kick raus. Mehr ist das gar nicht, okay? Das heißt, noch ist er weit weg, geht um mich herum von der Distanz, ja? Und irgendwann kommt er auf mich zu und dann reagiere ich sofort, okay? Er geht wieder rum. Genau, und irgendwann, wenn ich merke, dass er auf mich zukommt, gehe ich sofort rein. Ja, und das machen wir weiter. Genau, und nochmal. Genau, okay, das ist hier ein kurzer Drill, wie man das Ganze schnell üben kann. Ist ein Beispiel, um halt so ein bisschen diese Geschicklichkeit zu sehen, ab wann ist die Distanz nicht mehr, wo ich treten kann. Ich muss genau das Timing finden, wenn ein Schlag auf mich zukommt und ich sofort reagieren kann. Ja? Gut, so viel dazu. So ein Video habt ihr euch gewünscht. Ist natürlich am Start. Nico, bei dir hoffentlich alles noch in Ordnung. Ja. Läuft mit Maske. Sehr gut. Gut. Dann sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt Kampfkunst Lifestyle. Ich danke dir vielmals, Bro. Und bis nächstes Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen da lassen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ab in die Comments. Und ansonsten, ihr wisst, hart trainieren, nicht nur labern, auch machen.